Du fragst mich, was der Teufel ist. Ich bin da nicht sicher, wie ich die Frage beantworten soll. Ich kann erstmal sagen, was er nicht ist. Ich glaube nicht an diese kleinen Wesen mit Pferdefuß und Dreizack. In meinem Schulbuch hatten wir Uli den Fehlerteufel. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube nämlich, dass es in der Welt böse Strukturen gibt. Es gibt Verkettungen von Bösem. Zum Beispiel gibt es Menschen, die werden kriminell, weil sich ganz viel Böses in ihrem Umfeld verkettet. Und diese Menschen haben gar keine Chance, nicht kriminell zu werden. Und wenn man diese Strukturen verbildlichen will, dann würde ich sagen, das ist der Teufel. Mit Dämonen kann man das so ähnlich sagen. Es gibt Kräfte, die bestimmen die Wirklichkeit. Zum Beispiel, wenn irgendwo wer gestorben ist und ich dahin gehe, dann muss ich diese Person gar nicht gekannt haben. Es befällt mich trotzdem eine Trauer. Es herrscht schlechte Stimmung. Und diese schlechte Stimmung kann ich personifizieren als einen Dämon, als etwas, was mich befallen kann. Das heißt, diese ganze Rede von Teufel und Dämonen, die hilft, etwas in Worte zu fassen, was es in der Welt ohne Frage gibt. Weil es gibt böse Dinge in der Welt und es passieren Dinge, wo ich einfach sagen muss, da kann ich nichts Gutes drin sehen. Da zu sagen, da ist der Teufel am Werk, kann helfen, damit umzugehen. Gleichzeitig finde ich es total schwierig, weil das natürlich auch instrumentalisiert wird, um den Menschen Angst zu machen. Und Angst ist das Gegenteil von dem, was Gott will. Gott will die Menschen nicht ängstigen, Gott will die Menschen frei machen. Und entsprechend habe ich ein Problem mit diesen Teufelsdarstellungen und sogar mit der Verteufelung Gottes. Oh Gott, der Rächer, der alles sieht, der aufpasst, der lauert. Ich finde sowas schwierig. Also sinnvoll ist es da, wo es mir hilft, böse Strukturen sichtbar zu machen und zu benennen. Schwierig ist es da, wo es dient, Menschen zu unterwerfen und ihnen Angst zu machen. Also kein Pferdefuß. Tut mir leid.